Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute starten wir mit der Red Empire. Es wurde sehr oft danach gefragt, ob ich das auch mal zeigen kann, ob es dazu auch mal eine Reihe gibt. Und ja, es gibt jetzt eine Reihe und damit starten wir dann auch mit einer neuen YouTube-Playlist-Reihe, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir kommen auch zum Start. Wir werden uns jetzt heute den Server einrichten, mieten und einmal drauf connecten. Und in den nächsten Folgen geht es dann darum, um Adminrechte und neue Scripts, Scripts anpassen und so weiter und so fort. Gut, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Dort ist der Server hier verlinkt, einmal schon vorinstalliert bzw. voreingestellt für euch, so dass ihr nur noch einfach auf den Link klicken müsst und dann landet ihr auch hier. Und hier ist es wichtig, hier muss txadmin stehen. Wir mieten uns einen txadmin Server, ist am einfachsten und somit alles im Blick. Ja, hier unten können wir halt einmal den Standort auswählen. Hier können wir noch mal den Ping checken. Hier können wir die Slots vom Server schon einstellen, also so dazu buchen, so, wie ihr halt möchtet. Hier können wir noch einen zusätzlichen RAM Boost festlegen. Hier wird natürlich noch ein zusätzlicher RAM Boost empfohlen. Ihr könnt natürlich auch gleich durchstarten und ihr wollt einen stabilen Server haben, dann setzt ihr das Ganze halt höher. So, hier unten haben wir noch zusätzlichen Speicherplatz, können wir da auch dazu buchen, können wir aber dann auch noch später halt upgraden, wenn wir das halt möchten. Und hier können wir halt entscheiden, ob wir Vertrag nehmen. Vertrag ist günstiger als Prepaid. Ich nehme halt immer Prepaid, ist zwar ein bisschen teurer, aber ist okay. Ja, hier können wir noch sagen, ob wir ein paar Prozente dann sparen wollen. Das heißt, wenn wir jetzt 3 Monate im Voraus, sprich 90 Tage, sparen wir dann uns 3%. Und so weiter und so fort. Das Ganze geht jetzt hier bis 5 Jahre sogar. Und da sparen wir halt sogar 40%. In der Videobeschreibung findet ihr noch meinen persönlichen Code. Damit könnt ihr dann 20% auf die erste Bestellung ja sparen und ja, lohnt sich natürlich dann auch, wenn ihr einen ordentlichen Server hier mieten wollt. So, hier haben wir natürlich nochmal CPU. Ich nehme immer Premium, ist zwar auch ein wenig teurer, aber somit habt ihr einen guten CPU. Und wenn wir noch mehr IP-Adressen wollen, können wir die hier noch dazu buchen. Und ob wir jetzt hier noch einen DDoS-Schutz wollen oder nicht, ist wie immer euch überlassen. Ja, und dann könnt ihr hier halt so das Ganze dann so bezahlen mit PayPal, PaySafeCard oder ja, Zapcoins. Ne? Dann müsst ihr hier eigentlich nur noch alles bestätigen und dann den Kauf absolvieren. So, danach kommt ihr zu einer Weiterleitung und da müsst ihr dann einfach 1 Minute warten, sprich 60 Sekunden, und dann wird der Server schon automatisch für euch eingerichtet. So, wenn das Ganze für euch schon eingerichtet wurde, sollte es so aussehen. Wir müssen hier einfach auf Starten gehen. Hier können wir den Server starten und stoppen. Und ja, wenn das Ganze dann hier gestartet ist, habt ihr hier auch die Login-Daten für das txadmin-Panel. Da bewegen wir uns gleich hin. Also hier haben wir nochmal eine Übersicht. Und hier natürlich auch nochmal eine Übersicht über den CPU, also wie viel Auslastung, RAM, Auslastung und so weiter und so fort. Können wir ein wenig nachgucken und schauen, ob wir vielleicht dazu buchen müssen. So, wir klicken einmal auf Einstellungen. Und hier machen wir einen Haken rein. Wenn der Game Server crasht, dann startet sich das Ganze automatisch neu und das wollen wir natürlich dann auch. Ansonsten müsst ihr halt immer hier wieder rein und den Server wiederum starten. FTP-Daten, Zugangsdaten findet ihr hier. Und hier haben wir das Ganze dann auch mit Passwort und so weiter und so fort. Dazu kommen wir dann auch in den nächsten, beziehungsweise werde ich das heute noch einmal mit euch komplett einrichten. Und hier haben wir die Datenbank, ja, ist natürlich auch ganz wichtig,
Hier haben wir die ganzen Login-Daten und wenn wir einfach hier draufklicken, öffnet sich dann so das Ganze und wir können diese Daten hier eingeben. Das ist dann der Benutzername und hier ist dann das Passwort. Gut, als nächstes gehen wir wieder zurück ins Dashboard und klicken hier einmal auf den Link und so dann öffnet sich ein neuer Tab und hier werden wir uns kurz einloggen. Klicken dann hier einmal drauf und kommen dann auch zur Einrichtung. Hier gehen wir einfach auf Next. Hier können wir uns einen Namen für das Panel ausdenken. Gehen dann wieder auf Next, gehen auf das erste und klicken einmal hier drauf, gehen wieder auf Next und weiter. Hier gehen wir auch auf Next und hier müssen wir jetzt einen Steam-Schlüssel angeben. Link dazu packe ich euch natürlich auch nochmal unten in die Videobeschreibung und den könnt ihr euch da dann gratis erstellen. Wenn wir den Key dann erstellt haben, den fügen wir dann hier ein, können wir aber gleich noch später in der Server-CFG anlegen. Wir gehen einfach hier auf Next. Und somit wird der Server jetzt erfolgreich eingerichtet, alles installiert. Wir warten komplett ab, bis der Chat gleich installiert ist. So, hier können wir noch mal ein paar Optionen wählen. So, das heißt, hier haben wir einmal den Lizenzschlüssel. So, das ist ganz wichtig. Ihr könnt euch über Keymaster, ist auch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, einen eigenen erstellen. Wenn ihr Scripts dazu kauft, die Keymaster so gelockt sind, dann müsst ihr euch halt einen eigenen Schlüssel erstellen. Ansonsten könnt ihr die Scripts nicht benutzen. So. Wenn wir uns dann auch den Steam Key erstellt haben, kommt ihr hier rein. Ja, ist so eine lange Nummer, 20 Ziffern glaube ich. Und zu denen packt ihr dann einfach hier rein. Ja, hier können wir noch Tags für unser Server erstellen. Ja, hier können wir das Logo austauschen und hier können wir den Namen wählen. Und das Wichtige ist, wir müssen halt den Hostname genauso nennen wie der Projektname. Das heißt, wir kopieren uns das wieder raus. Und hier können wir noch mal eine Serverbeschreibung anlegen. Hier können wir die Sprache festlegen. Das heißt, wir kopieren uns einfach hier einmal das raus und fügen das Ganze hier ein. Und wenn wir soweit alles eingestellt haben, gehen wir hier einfach auf Next. Und hier ist es ganz wichtig, wir müssen erstmal noch die 4 Steps abwarten. Danach warten, bis der Chat komplett gestartet wurde. Hier unten können wir die Steps dann sehen. 3 von 4, 4 von 4. Der Chat wurde hier gestartet. Ist halt wichtig, dass ihr so lange abwartet, bis ihr ihn neu startet. Jetzt können wir das Ganze einmal neu starten. Ja, und so sieht das Ganze dann auch aus. In der nächsten Folge machen wir diese ganzen Items hier, die müssen wir noch separat hinzufügen. Dann müssen wir hier noch das Update ziehen, aber das werde ich Stück für Stück natürlich euch zeigen in der nächsten Folge. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass der Server richtig eingerichtet wird. Das heißt, wir gehen einmal hier auf Settings, dann
Wenn wir hier auch nochmal den Namen tauschen, wenn ihr wollt. Hier stellen wir das Ganze auf Deutsch. Lassen wir so. Hier könnt ihr Restarts eingeben. So, das heißt, hier ist das vorgemacht. Ne? Das könnt ihr halt zum Beispiel halt so machen. Und dann auf Speichern. Dann kommen wir hier hin. Hier ist die Whitelist-Methode. Ihr könnt euch natürlich auch noch einen Bot. Das ist dann per Discord-Rolle. Oder ihr macht das halt per Whitelist. Einfach so. Zack. Hier könnt ihr noch sagen, wenn einer nicht gewhitelistet ist, was für eine Meldung dann kommt. Zum Beispiel join auf unseren Discord-Server. Hier können wir die Rollen noch angeben, die dann gewhitelistet werden. Und wenn er gebannt wurde, ist hier nochmal eine Bann-Nachricht. Ja. Wir gehen auf Speichern. Somit ist der Server jetzt gewhitelistet, beziehungsweise kommen wir jetzt auch nicht drauf, aber das machen wir Stück für Stück. Soweit ist alles eingestellt. So, wenn wir alles eingestellt haben, klicken wir auf Live-Konsole und hier müssen wir jetzt noch einmal den Server neu starten. Dann wird das Ganze auch übernommen. So, als nächstes brauchen wir WinSCP. Ja, das ist natürlich ziemlich wichtig. Und hier gehen wir dann in den Server rein. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Den Link zum Download findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn wir das Ganze installiert haben, können wir das Ganze auch öffnen. Und hier werden wir jetzt ein neues Verbindungsmittel erstellen. Und gehen auf FTP. Port ist 21 und nun gehen wir halt zurück in unseren Game Server und gehen auf FTP und hier kopieren wir uns das Ganze auch schon mal raus und fügen so das Ganze dann hier ein. Das gleiche machen wir mit dem Benutzernamen auch und mit dem Passwort auch. Und nun können wir uns anmelden. Und hier gehen wir einfach in diesen Ordner rein. Weiter. Hier auf das Framework. Und hier befindet sich unser Server dann. Hier haben wir einmal die Server CFG. Hier auch nochmal das Bild. Das Serverbild. Und hier sind die ganzen Ressourcen dann drin. Als nächstes müssen wir uns hier oben einmal die IP kopieren und starten dann einmal Rockstar Launcher. Und dann einmal RedM. So, wenn wir den Launcher gestartet haben, können wir F8 drücken und können hier connect und dann die IP-Adresse dahinter. Und somit connecten wir auch auf unseren Testserver und ja, hier steht es, dass wir nicht gewhitelistet sind und hier haben wir einmal den Code. Und wir müssen einfach nur unter Whitelist und hier steht so dann auch der Code und der Benutzername, der hier drauf joinen möchte. Und hier können wir das Ganze akzeptieren und dann sind wir auch gewhitelistet. Nun können wir das Ganze nochmal machen. Und kommen dann auf unseren Server auf. Tell the Marshal, this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. Alright. Let's see what we got. So, hier können wir uns dann mit Tab ein Geschlecht auswählen, männlich oder weiblich. Und mit Enter können wir das Ganze bestätigen.
und nun können wir unseren Char halt komplett anpassen, von der Kleidung her und. Das machen wir in unserem Fall jetzt nicht. Wir werden jetzt hier nur das Nötigste eingeben. So, und können das Ganze dann hier erstellen. Und nun sind wir auch schon auf unseren eigenen Server drauf und ja, haben hier eine belebte Spielwelt. So, wenn wir uns die Karte einmal anschauen, haben wir hier natürlich auch schon einiges. Schon einiges vorinstalliert, also zum Beispiel Friseur, Arzt und. Und den Rest stellen wir in den nächsten Folgen natürlich ein, wie wir das Ganze auf Deutsch stellen und. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news.